Heute nun möchte ich euch zeigen, wie einfach man doch so eine coole Eulenmütze stricken kann für die Skipiste. Einfach die Pfannenmütze auf dem Kopf und man hat etwas Eigenes gemacht. Hier wäre noch eine Variante. Da ist die Mütze komplett gestrickt worden, wie ich euch schon mal gezeigt habe, halt ohne den Puschel oben. Und darauf habe ich eine Applikation von einer Eule in Filzwolle genäht. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber heute ist dann diese Mütze dran, die in Norwegia Wolle gestrickt wird. Und zwar bedeutet das, 100 Gramm sind 66 Meter und darauf steht mit Stricknadel 8 bis 9. Ich stricke aber Mützen mit einer 8er Nadel, damit es etwas fester wird. Die Löcher ein bisschen kleiner, damit das wärmer ist. Dazu brauchen wir von jedem Knäuel eins. Ich habe hier drei Knäuel liegen, weil ich von Orange und Grün schon die Mütze angefangen habe. Und das reicht fast für eine zweite. Dazu nehme ich nochmal Pink dazu. Schwarz und Weiß sind Reste für die Augen. Und etwas Ranselwolle für die Umrandung der Augen. Dazu brauchen wir dann noch eine 8er Rundstricknadel, eine Schere, eine Häkelnadel in der Nummer 5 oder 6 und eine Häkelnadel nochmal in 4, 3 würde auch gehen. Und eine dicke Nadel. Und nun fangen wir an. Bei dieser Wolle nehme ich jetzt erstmal die pinke und dazu müssen wir 50 Maschen anschlagen. Das Anschlagen habe ich euch schon mal in einem extra Video gezeigt. Ich schlage immer rechts links an, weil es fester wird und schöner, aber ihr könnt es natürlich auch in einer ganz normalen Art anschlagen, das ist egal. Also wie gesagt, wir schlagen jetzt erstmal 50 Maschen auf die Rundstricknadel. 50 Maschen sind nun angeschlagen. 50 Maschen ist für ein etwas älteres Kind von 8 bis 9. Für eine Damenmütze vollkommen ausreichend. Für eine Herrenmütze, etwas kräftigere Köpfe, würde ich nochmal 4 Maschen mehr anschlagen. Das reicht dann auch. So, auf diese Reihe stricken wir jetzt immer eine rechte und eine linke im Wechsel. Rechts, links, rechts, links. Auch dazu habe ich eine kleine Strickschule. Und da wird es nochmal ganz langsam gezeigt, wie einfach doch rechte und linke Maschen sind. Wie gesagt, wir stricken jetzt erstmal die 50 Maschen für die erste Reihe ab und dann machen wir einen Farbwechsel. Die erste Reihe ist gleich beendet. Ich bin bei rechts, links, rechts und ihr wisst, es ist ganz wichtig, dass wir die letzte Masche nicht stricken, sondern einfach nur abheben, sonst wird das viel zu locker. Also haben wir jetzt eine Reihe über die gefangenen Maschen gestrickt und jetzt wechseln wir einmal die Farbe. Das möchte ich kurz zeigen, weil ich verknote es am Anfang einmal nur mit so einem Schlingknoten und ziehe es fest, dann ist es einfacher, den Wechsel zu machen. Diese Wolle muss dann gut vernäht werden, wenn alles fertig ist. So, darauf stricken wir jetzt zwei Reihen in Orange, auch rechts, links und wechseln dann wieder auf Pink. Dazu schneiden wir den orangen Faden großzügig ab und nehmen einfach den Faden nach oben hier, führen die nach oben und stricken nach den zwei Reihen wieder weiter. Insgesamt müssen wir 18 Reihen stricken in der Pink, die zwei orangen Reihen mitgezählt, in rechts, links. Und das machen wir dann einfach mal. Bitte 18 Reihen jetzt stricken in rechts, links. Die erste Farbe haben wir jetzt fertig gestrickt. Ich habe hier Pink benutzt, die 18 Reihen, wie ich euch gesagt habe. Und ich nehme jetzt die Orange weiter. Ihr nehmt, was ihr für hübsch findet. Ich zeige nochmal, dass ich den Faden einfach nur hier anknote und ein bisschen festziehe und kann dann weiter stricken. Zeigen möchte ich euch auch mal, dass manchmal in der Wolle einfach so unschön hier verknotet worden ist. Ich lasse das dann ein bisschen hängen, mache hier nochmal einen Knoten rein und stricke weiter.
Und dann beim Vernähen von dem Faden schneide ich hier oben den Knoten weg, mache diesen Knoten wieder auf und vernähe es dann anständig. Nur wenn ihr dann mal so einen Knoten habt und wisst nicht, was mitmachen, also es muss dann auch ordentlich vernäht werden. Nur das hier hält meistens nicht. So, dann kommen wir weiter. Wir nehmen jetzt die nächste Farbe und müssen jetzt 6 Reihen in eine rechts, eine links stricken. Und nach diesen 6 Reihen stricken wir nochmal 6 Reihen glatt rechts. Das bedeutet, auf unserer Vorderseite stricken wir immer nur rechte Maschen und auf der Rückseite stricken wir linke Maschen. Insgesamt wären es dann 12 Reihen. Und das machen wir jetzt einmal. Mit der neuen Farbe hatte ich hier 6 Reihen, eine rechts, eine links gestrickt. Und dann, wie gesagt, das glatt rechts, wo ich auf der einen Seite vorne rechts stricke und auf der Rückseite links. Hier habe ich die Reihenzahl nochmal geteilt und habe dann 3 Reihen orange und nochmal 3 Reihen neongrün. Jetzt fangen wir langsam mit den Ohren an. Wir müssen als erstes 5 Maschen abnehmen. Das geht so. Wir stricken die erste, wir stricken die zweite und ziehen ganz locker, das ist wichtig, die hintere über die vordere. Wir stricken wieder eine linke Masche und ziehen die hintere über die vordere. 2, 3, 4, 5. Nun stricken wir 15 Maschen. Die zählt als eine Masche mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das ist jetzt für ein Ohr. Jetzt müssen wir die nächsten 10 abnehmen. Also, wir stricken wieder eine, wir stricken die nächste und ziehen die hintere über die vordere. Locker. 1, 2, nochmal langsam, links, wir haben 2 auf der Nadel und ziehen einfach die hintere über die vordere. Das sind jetzt 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Jetzt müssen wieder 15 gestrickt werden. Die zählt mit als erste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, wir stricken eine, noch eine und dann wieder die hintere über die vordere. Die hintere über die vordere. Gleich haben wir es geschafft, dann zeige ich euch, wie die letzte geht. So, jetzt haben wir noch eine. Jetzt schneiden wir den Faden etwas großzügiger ab, weil wir den noch zum Vernähen brauchen. Und dann machen wir eine Schlaufe hier rum und ziehen die durch die letzte Masche und ziehen fest. So, jetzt fangen wir an, das erste Ohr zu stricken. Wir lassen alles auf der Rundstricknadel, wir brauchen sonst gar nichts. Wir nehmen wieder unseren Faden und die erste Reihe vom Ohr wird so gestrickt. Wir stricken die erste Masche, dann machen wir einen Umschlag, einfach nur so darum und stricken weiter als rechts, weil wir auf der Seite sind mit den rechten Maschen. Achtung. So, jetzt müssen wir hinten aber auch noch eine zunehmen, weil wir dann abnehmen müssen für die Ohren. Wir brauchen etwas mehr Volumen. Wir haben noch eine stehen, wir machen aber erst den Umschlag, legen den Faden nach vorne und heben die nur ab. Sonst wird das viel zu locker. So, jetzt stricken wir diese Reihe links ab. Links.
diese stricken wir jetzt von hinten eingestochen, sonst gibt es zu groß ein Loch. Einfach hinten einstecken, Faden ziehen und abheben. So, jetzt stricken wir einmal rüber. Gleich ist das geschafft mit der Reihe. Also in der ersten Reihe zwei Stück zunehmen. Und in der zweiten Reihe vom Ohr stricken wir einfach nur die Maschen, wie sie kommen, und zwar links bis auf die zwei Zunahmen, von hinten einstechen, dass es verdreht ist, Faden durch, die nächste einfach abheben. So, jetzt müssen wir anfangen abzunehmen, und zwar hinten und vorne. Das geht folgendermaßen: Wir stricken die ersten beiden rechts zusammen, zwei Stück rechts zusammen. Dann stricken wir nach hinten, rechts, so. Jetzt kommen wir gleich bei unseren letzten beiden, die stricken wir auch rechts zusammen, zwei Stück werden zu einer. So, dann drehen wir rum, so. Und jetzt stricken wir die links zusammen, also vorne und hinten jeweils zwei Maschen zusammenstricken, auf der rechten Seite rechts und auf der linken Seite links. Und das machen wir so lange, bis wir nur noch vier Maschen auf der Nadel haben. Dann zeige ich euch, wie man diese zusammenzieht. Und dann machen wir auf der anderen Seite das Ohr genauso wie dieses hier. So, noch einmal zeigen. Faden nach vorne, durch die beiden Maschen durch, verdrehen, durchziehen, abgenommen. Und das gibt eine ganz tolle Strecke. Und wie gesagt, jetzt bitte so weitermachen, bis wir auf vier Maschen sind. Das sind nun die restlichen vier Maschen. Wir nehmen die Häkelnadel, gehen hier durch zum Faden hin, legen den Faden darüber und ziehen ihn über die vier Maschen oder durch die vier Maschen. Jetzt können wir die Rundstricknadel rausziehen und haben und machen dann noch eine Schlaufe drüber. Und ich zeige es nochmal. Das haben wir rausgezogen, wir machen noch eine Schlaufe drüber hin. So, aus Zeitersparnis habe ich jetzt schon mal das andere Ohr auch fertig. Wir legen es uns zusammen. Also das ist die hintere Naht, die schließen wir dann noch. Und ich zeige jetzt gerade mal, wie ich das mache, damit wir genau die Mitte haben. Also, hintere Naht, wir haben den Faden noch vom Stricken. Das ziehen wir zusammen, eine Schlaufe durch. Und machen durch die Öse den Faden hindurch und ziehen komplett durch. Dann haben wir es schon mal geschlossen. So. Dann gucken wir, dass die Ohren hier übereinstimmen. Eine Seite, andere Seite. So. Und jetzt fixieren wir das auch noch mal hier gegenüber. Auch mit dem Faden. Wir gehen durch beide Nähteile, Strickteile, Verzerrung. Eins, zwei. Legen wieder den Faden drüber hin, ziehen eine Masche heraus, schnappen uns nochmal den Faden durch die Öse durch und ziehen fest. Das ist nur zum Fixieren, weil wir jetzt zuerst, bevor wir das hier zunähen, wollen wir die Ohren oder das Oberteil, Kopfteil schließen. So, das sind jetzt unsere Ohren. Hinten ist die offene Naht noch. Und jetzt häkeln wir die Mütze zusammen. Wir machen erstmal eine Luftmasche und dann häkeln wir zusammen. Einfach mit festen Maschen. Unsere vorgegebenen Ösen vom Abnehmen sind unsere vorgegebenen Maschen, in die wir einstechen, und immer dies schließen mit einer festen Häkelmasche. Wenn der Abstand ein bisschen zu groß ist, machen wir halt zwei feste Maschen in die Öse der vorgegebenen Strickware und häkeln das nun zusammen. Schön gucken, dass wir beide Seiten erwischen, und das gibt dann ganz tolle Ohren, und das sieht sehr ordentlich aus. Also es wird schöner, wesentlich schöner, als wenn wir es zusammennähen würden. Und weil wir es hier fixiert haben mit dem Faden,
das ist auch genau in der Mitte und die Ohren liegen übereinander. Das machen wir dann bis drüben hin. So, nachdem wir das gemacht haben, ich zeige jetzt nur mal, wie es weitergeht. Also wir häkeln oben zusammen. Dann drehen wir das Teil um auf links. Hilfreich ist bei mir immer, ich verknote erstmal die Fäden, die ich noch habe. So, weil dann die Farben übereinander liegen. Hier mache ich das wieder. Ich ziehe mir einen Orangen durch den orangen Streifen und verknote auch nochmal. So, hier oben habe ich dann wieder das Orange und nehme einen orangen Faden und verknote es halt, weil hier noch der Pinke hängt. Und das hilft mir dann extrem beim Zusammennähen. So. Ich habe hier halt noch einen übrig vom Maschenfang, eine Schlaufe. Ja, vielleicht einen einzelnen. Und dann schneide ich mir einen Teil großzügiger ab.